Gegenstand des nachfolgenden Videos ist der Koalitionsvertrag der Großen Koalition für die 18. Legislaturperiode. Wir werden uns mit den zu erwartenden gesellschaftsrechtlichen und insolvenzrechtlichen Neuerungen befassen und diese am Ende dieses Videos kritisch würdigen. Frau Schröer, mit welchen gesellschaftsrechtlichen Neuerungen haben wir zu rechnen? Ja, im Gesellschaftsrecht soll sich eine ganze Menge tun. Da hat sich die Große Koalition wirklich so einiges vorgenommen. Wobei man sagen muss, dass die Themen, die angesprochen und angeschnitten werden, im Koalitionsvertrag relativ allgemein bleiben. Und wir natürlich am Ende schauen müssen, was und wie dann tatsächlich die Umsetzung erfolgt. Die Themen sind wirklich eine ganze Bandbreite. Also das fängt an bei Corporate Governance Themen. Auch die Europa GmbH ist jetzt wieder ein Thema. Und ja, auch der Ausbau von Kooperationen zwischen Unternehmen soll gestärkt werden. Zu dem ersten Punkt davon, Corporate Governance, da kann man eigentlich ganz klar erkennen, dass der Gesetzgeber bei der bisherigen Linie bleibt oder bleiben möchte. Und zwar auch da sehr stark auf Anreize zur Selbstregulierung setzt. Das heißt, es sind keine konkreten Vorgaben geplant. Es ist also nicht geplant, dass eine klare Regulierung in einigen Bereichen stattfindet. Aber man will eben Anreize schaffen, dass die Unternehmen von sich aus Themen wie Corporate Social Responsibility oder auch ökologische Themen weiter in den Vordergrund stellen. Wie diese Anreize im Einzelnen aussehen sollen, dazu steht im Koalitionsvertrag leider bisher nichts Konkretes. Aber wie sieht es denn im Insolvenzrecht aus? Was sind denn da die Themen? Im Insolvenzrecht sind zwei Neuerungen zu erwarten. Einmal geht es um das Konzerninsolvenzrecht und zum anderen um eine Regelung hinsichtlich der Anfechtung von Zahlungen an Arbeitnehmer. Bei der Regelung zum Konzerninsolvenzrecht geht es letztlich um einen Rest aus der vorangegangenen Legislaturperiode. Wir hatten in der 17. Legislaturperiode drei große Projekte im Insolvenzrecht. Das erste war das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, also das sogenannte ESUG. Das ist schon im März 2012 in Kraft getreten. Dann gab es als zweites Thema die Verbraucherinsolvenzrechtsreform, die am 1. Juli 2014 in Kraft tritt, und als drittes eine Regelung zum Konzerninsolvenzrecht. Das ist aber der Diskontinuität des Gesetzgebers zum Opfer gefallen. Das heißt, hier haben wir eine echte Restposition aus dem Jahre 2013. Beim Konzerninsolvenzrecht ist Ausgangsposition, dass es bisher nur Insolvenzverfahren gibt über einzelne Rechtsträger. Wir aber in der Rechtswirklichkeit feststellen, dass viele Unternehmen in Konzernen organisiert sind, was im Insolvenzverfahren das Risiko mit sich bringt, dass für jedes einzelne Unternehmen ein anderes Insolvenzgericht zuständig sein kann, das gegebenenfalls auch einen anderen Insolvenzverwalter bestellt, sodass es hier möglicherweise zu vielen Reibungsverlusten kommen kann. Es ist daher seitens der Großen Koalition geplant, eine Zuständigkeitskonzentration zu erreichen. Das heißt, da, wo der erste Insolvenzantrag gestellt wird von einem einzelnen Konzernunternehmen, soll eine gerichtliche Zuständigkeit für das gesamte Konzerninsolvenzverfahren begründet werden. Es sei denn, es handelt sich hierbei um eine Konzerngesellschaft, die von völlig untergeordneter Bedeutung ist. Mit welchen weiteren Neuerungen ist denn im Gesellschaftsrecht zu rechnen? Ja, neben dem Thema Corporate Governance ist als weiterer Punkt auch noch etwas zur Europa GmbH im Koalitionsvertrag enthalten. Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich die sogenannte SPE, die Societas Privata Europaea, eine Idee oder ein Konzept der Europäischen Kommission neben der Europäischen Aktiengesellschaft, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, noch ein europäisches Äquivalent für die GmbH zu errichten, also für eine kleinere Kapitalgesellschaft, die eben auch für einen Kreis der mittleren, mittelständischen und mittleren Industrie interessant ist. Inhaltlich sind die bisher diskutierten Punkte nach wie vor offen. Aus deutscher Sicht ist das vor allen Dingen die Arbeitnehmermitbestimmung, wo wir in Deutschland für die GmbH ja eine sehr arbeitnehmerfreundliche Regelung haben. Das ist im europäischen Kontext natürlich längst nicht in allen Mitgliedstaaten so. Und da hat es auch bisher schon sehr, sehr kontroverse Diskussionen zu dem Thema gegeben, wie weit das gehen soll. Insofern bleibt es spannend zu sehen, wie sich die Koalitionäre da auf dem europäischen Parkett positionieren werden, um dieses Thema überhaupt zurück auf die Tagesordnung zu bringen. Was gibt es denn im Insolvenzrecht außer dem Konzerninsolvenzrecht noch für weitere aktuelle Themen? Im Insolvenzrecht gibt es eigentlich nur noch eine zweite Baustelle. Das ist die Reform des Insolvenzanfechtungsrechts.
Und zwar plant die Große Koalition hier eine Überprüfung des derzeitigen Insolvenzanfechtungsrechts. Dabei stehen zwei Ansätze im Vordergrund. Das eine ist Planungssicherheit für Geschäftspartner und das andere ist die Anfechtung gegenüber Arbeitnehmern. Hintergrund des Insolvenzanfechtungsrechts ist der Gedanke, dass der Insolvenzverwalter bestimmte Rechtshandlungen, die der Schuldner in der Krise vorgenommen hat, wieder neutralisieren soll, also insbesondere Zahlungen zurückfordern soll, die der Schuldner kurz vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens an seine Vertragspartner und damit gegebenenfalls auch an seine Arbeitnehmer geleistet hat. Dabei unterscheidet man einmal einen sehr kurzen Zeitraum der letzten 3 Monate vor Insolvenzantragstellung, wo sehr leicht angefochten werden kann. Darüber hinaus gibt es einen Zeitraum von 10 Jahren, das ist die sogenannte Vorsatzanfechtung, in der der Insolvenzverwalter auch Rechtshandlungen des Schuldners anfechten kann, allerdings nur dann, wenn der Anfechtungsgegner, also der Zahlungsempfänger, nicht nur Kenntnis der wirtschaftlichen Lage der Schuldners hat, sondern auch weiß, dass der Schuldner gerade ihn begünstigen will. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in den letzten Jahren ist allerdings sehr insolvenzverwalterfreundlich, sodass also in ganz erheblichem Umfang Anfechtungsansprüche nicht nur aus den letzten 3 Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens resultieren, sondern auch aus einem Zeitraum von 8, 9 Jahren vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Dadurch werden einmal Geschäftspartner verunsichert, was aber in weitaus größerem Maße der Fall ist, dass hier auch die öffentliche Hand als Gläubiger, also die Finanzverwaltung, die Sozialversicherungsträger, Gegner von Insolvenzverwaltern werden können. Eine konkrete Planung, was geändert werden soll, finden wir im Koalitionsvertrag nicht. Ebenso wenig finden wir eine konkrete Regelung, was hinsichtlich der Anfechtung gegenüber Arbeitnehmern geschehen soll. Dieses Problem scheint mir aber in der Praxis nicht besonders relevant zu sein, weil die Anfechtung von Zahlungen des Arbeitgebers, der dann später insolvent wird, gegenüber seinen Arbeitnehmern, nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ohnehin nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen möglich ist, weil nämlich das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, dass die Lohnzahlungen des Arbeitgebers für die letzten 3 Monate vor Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens anfechtungsfest sind, als sogenanntes Bargeschäft. Es bleibt dann also auch hier nur der Fall der sogenannten Vorsatzanfechtung, wo längere Anfechtungsfristen eingreifen. Aus Ihrer Sicht, was gibt es im Gesellschaftsrecht darüber hinaus noch zu erwarten? Ja, neben den schon erwähnten Punkten im Bereich Corporate Governance und der Europa GmbH gibt es eigentlich noch einen dritten großen Bereich, der im Koalitionsvertrag recht ausführlich dargestellt wird. Und das ist der Bereich der Ausbau von Kooperationen zwischen Unternehmen. Schon die Begrifflichkeit ist sehr, sehr offen formuliert an der Stelle und es verbirgt sich dahinter auch bisher zumindest wenig Konkretes, sondern mehr eine Absichtserklärung der Koalitionäre, diesen Ausbau voranzutreiben. Dabei hat das Ganze natürlich einerseits eine Komponente der Frage des Wettbewerbsrechts, die man natürlich bedenken muss. Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht ist aber vor allen Dingen interessant, in welchen Konstellationen könnten diese Kooperationen denn stattfinden. Also das könnte natürlich zum Beispiel ein Joint Venture sein, für das vielleicht zwei oder auch mehr Unternehmen sich zusammenschließen und eine Joint Venture Gesellschaft gründen und diese dann eben unterhalten zu einem gewissen Zweck. Alternativ dazu ist aber da auch an Beteiligungserwerb zu denken. Das heißt, dass sozusagen ein Unternehmen aus strategischen Gründen sich entscheidet, an einem anderen Unternehmen Anteile zu erwerben, um gewisse Geschäftsfelder in Zukunft gemeinsam betreiben zu können. Das ist natürlich aus der Perspektive des Gesellschaftsrechtlers oder auch des Beraters eine sehr interessante Entwicklung, denn hier können wir durchaus damit rechnen, dass es auch konkrete Maßnahmen geben wird, um weitere Anreize zu schaffen. Auch dort ist es allerdings so, dass konkrete Maßnahmen bislang noch nicht erkennbar sind. Es werden eben sehr viele Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag verfasst. Wie die konkret aussehen können, das lässt sich aus diesem Papier bisher zumindest noch nicht ableiten. Was ist denn im Insolvenzrecht Ihr Fazit? Im Insolvenzrecht möchte ich das Fazit darauf beschränken, zu sagen, dass es einen Punkt gibt, der sehr ausgearbeitet ist. Das ist das Konzerninsolvenzrecht. Das ist aber letztlich nur das, was aus der vorangegangenen Legislaturperiode übernommen worden ist. Wobei das Pikante daran liegt, dass also die Große Koalition
sich hier eines Entwurfs bedient, der seinerzeit noch von der Union und der FDP ausgearbeitet worden ist. Hier kann man damit rechnen, weil das Gesetzgebungsverfahren sehr weit fortgeschritten ist, dass es hier noch im Sommer zu einem Inkrafttreten kommt. Und der nächste Punkt ist enttäuschend in jeder Hinsicht. Zum einen, weil es überhaupt gar keine konkreten Ansätze der Großen Koalition gibt, was im Insolvenzanfechtungsrecht im Einzelnen geändert werden soll. Und zum anderen enttäuschend, weil absehbar ist, dass es hier zu in erster Linie profiskalischen Änderungen kommen wird, von denen insbesondere die öffentliche Hand profitieren wird. Wenn man sich überlegt, wo das Insolvenzanfechtungsrecht eigentlich herkommt, nämlich von der Überlegung, dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit zu geben, Geld einzusammeln, das aus dem Vermögen des Schuldners abgeflossen ist in der Krise, um dieses Geld dann im Rahmen des Insolvenzverfahrens an alle Gläubiger zu verteilen. Also die Gläubigergleichbehandlung im Sinne von Paragraph 1 Satz 1 Insolvenzordnung überhaupt erst zu ermöglichen, dann ist natürlich schon bedenklich, wenn man sieht, dass hier der Gesetzgeber zurückgehen will und einzelnen Gläubigern, wie beispielsweise der öffentlichen Hand oder den Arbeitnehmern, hier Vorteile verschaffen will, die andere Gläubiger eben nicht haben. Aus Ihrer Sicht, wie sieht es denn mit einem Fazit beim Gesellschaftsrecht aus? Ja, im Gesellschaftsrecht ist das Fazit ein Stück weit, dass alles noch offen ist. Also sowohl der erstgenannte Punkt Corporate Governance enthält ja in erster Linie Absichtserklärungen. Also man möchte Anreize schaffen, man möchte die Selbstregulierung der Unternehmen stärken und natürlich kommt man dann am Ende ein Stück weit auch wieder bei dem Corporate Governance Kodex an, den wir ja schon seit Jahren auch in Deutschland haben. Und die Fortentwicklung dieses Kodex ist natürlich auch ein Stück weit der Gradmesser für Selbstregulierung und für die Veränderungen, die aus der Unternehmerschaft und aus der Wirtschaft heraus sozusagen auch gewünscht oder angedacht sind. Klare regulatorische Vorgaben sind da meiner Ansicht nach nicht zu erwarten, was aber für diesen ja auch sehr weichen und sehr weiten Bereich Corporate Governance am Ende sicherlich auch gut so ist. Denn da konkrete regulatorische Vorgaben zu machen, ist sehr schwer und wäre dann natürlich für die Unternehmerseite, die das Ganze umsetzen müsste, auch wieder ein deutliches Mehr an Regulation. Zu den beiden anderen Themen bleibt es abzuwarten, wie das Thema Europa GmbH angegangen wird, was die Koalitionäre da in Brüssel als Aufschlag planen. Das wird sicherlich spannend, das zu sehen. Für den Punkt Ausbau der Kooperation ist es eigentlich ähnlich wie bei Corporate Governance. Da kann man natürlich Anreize schaffen, da kann man natürlich auch überlegen, ob man Maßnahmen, Pakete auflegt, die sozusagen das Ganze interessanter machen, Joint Venture zu gründen, Gesellschaftszusammenschlüsse zu forcieren. Aber am Ende ist das natürlich immer eine klassische unternehmerische Entscheidung, die ich nicht seitens der Politik vorgeben kann. Gerade in schon hochregulierten Bereichen, ich denke da an den Banken oder auch den Pharmasektor, da wird es natürlich sehr, sehr schwierig sein, da noch weitere Anreize zu schaffen. Abschließend ist für das Gesellschaftsrecht also noch alles offen. Der Koalitionsvertrag enthält eine Vielzahl von Absichtserklärungen und Formulierungen, was man alles ändern möchte, was man angehen möchte. Wir müssen also jetzt abwarten, wie das Ganze konkret umgesetzt wird und es bleibt spannend. Wir werden diese Entwicklung im Auge behalten. Wir werden insbesondere sehen, was an konkreten Gesetzentwürfen in das Parlament eingebracht wird. Und wir werden in einem weiteren Video über den Stand der Gesetzgebung berichten.